Was man hier hören kann, sind nicht etwa Tonstörungen, es sind Windgeräusche vom Mars. Diese Aufnahmen sind im wahrsten Sinne einzigartig. Nicht nur, dass der Mars-Rover Perseverance spektakuläre und hochauflösende Bilder vom Mars zur Erde schickt, wir können jetzt zum ersten Mal hören, welche Geräusche es auf dem roten Planeten gibt. Die US-amerikanische Weltraumagentur NASA hat ihren Rover dafür mit hochempfindlichen Mikrofonen ausgerüstet. Allein die Landung auf dem Mars ist spektakulär und einzigartig. Der Fallschirm öffnet sich, der Hitzeschild wird abgeworfen, immer näher kommt die Oberfläche des roten Planeten. Die letzten rund 11 Kilometer der Strecke des Mars-Rovers Perseverance. Ziel der Jezero-Krater, wo der sechsrädrige Rover mit der Erkundung beginnen wird. Mehrere Kameras dokumentieren das riskante Landemanöver gestochen scharf und in Farbe. Am 19. Februar war der Mars Rover gelandet. Jetzt hat er nicht nur die ersten Bilder gesendet, sondern liefert, und das ist das erste Mal in der Geschichte der Raumfahrt, auch Tonaufnahmen. So kann man neben einer leichten Brise, die auf dem Planeten weht, auch die mechanischen Geräusche des Rovers hören. Wie die NASA mitteilt, hat ein am Rover angebrachtes Spezialmikrofon während des hochdynamischen Abstiegs keine brauchbaren Daten geliefert. Mit handelsüblichen Standardgeräten, so die NASA weiter, lässt sich der Mars nun auch akustisch erfahren. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.